Was up, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Fivangelo. Ja, nach 4 Wochen dachte ich mir so, Mensch, hau doch mal wieder ein Video raus. Regie, einmal bitte Applaus. Nein, Freunde, Spaß beiseite. In den letzten 4 Wochen oder 5 Wochen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange es überhaupt her ist, hatte ich ein anderes, größeres Projekt am Starten. Das ist jetzt auch Nebensache. Jetzt aber auf jeden Fall wieder ordentlich Videos. Jetzt stehen ja erstmal die Feiertage an und da werde ich auf jeden Fall hoffentlich jeden Tag ein Video raushauen. Wenn nicht jeden zweiten Tag, mal schauen. Ich weiß nicht, wie ich die Zeit dafür finde, aber auf jeden Fall werden jetzt wieder öfter und regelmäßiger Videos kommen. Heute geht es nämlich einmal los mit der Spieler-Prediction von Arminia Bielefeld. Da werde ich auch eine kleine Serie draus starten, denn ich möchte so gut wie alle Vereine bis FIFA 19 durchhaben. Aber anders als die größeren YouTuber werde ich eher die kleineren Vereine nehmen, wie jetzt heute zum Beispiel Arminia Bielefeld, dann vielleicht mal Aue, Paderborn, Dresden, was auch immer. Auf jeden Fall seid ihr wieder gefragt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Verein ihr sehen wollt. Auch gerne aus der Bundesliga. Jetzt aber nicht die größeren wie Bayern, Schalke. Das gibt es einfach viel zu oft auf YouTube. Ich möchte eher die kleineren Vereine nehmen, weil es das nicht so oft gibt. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall interessanter und so werden die kleineren Vereine auch mal in den Mittelpunkt gestellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt die Cam ausschalten. Meine Fresse, will eh keiner sehen. Ich weiß ja. Das ist richtig. Und dann werden wir jetzt ein bisschen über Arminia Bielefeld Spieler reden, predikten, was sie nächstes Jahr so haben werden. Sie haben ja einen wunderbaren 4. Platz belegt. Und ich finde, dementsprechend müssen natürlich auch die Spielerwerte angepasst sein. Let's go. Wir fangen an mit dem Torhüter, das ist Stefan Ortega Moreno. Er hat 11 Spiele ohne Gegentor absolviert und insgesamt 3,4 Paraden pro Spiel gehabt. In FIFA 18 hatte er eine 68er Bewertung, die springt meiner Meinung nach ordentlich hoch auf die 71 plus 3 in der Gesamtrating. Die Stats sehen wie folgt aus, da gebe ich ihm plus 2 Hechten, plus 3 Reflexe, plus 4 Ballsicherheit, plus 3 Tempo, plus 3 Abschlag und plus 6 Positionen. Ohne Ortega wäre Arminia wahrscheinlich noch nicht mal auf dem 4. Platz gelandet. Also was der da alles rausgeholt hat, das ist schon echt unglaublich. Vor der Saison dachten ja viele, na, jetzt holen wir den schon wieder. Na, ob das mal gut geht, aber auf jeden Fall, der Typ hat sich so gemacht bei Arminia. Sind wir richtig stolz drauf, dass wir den im Verein haben. Weiter geht es mit dem Innenverteidiger und das ist Stefan Salger. Letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, hat er eine 66er Bewertung. Er hat jetzt nicht so oft gespielt, 21 Spiele absolviert von 34. Aber ich finde, um einen müsste er auf jeden Fall nach oben gehen, auf die 67er Bewertung. Dort wird sich am Tempo nichts ändern, aber plus 1 bei Dribbling. Am Schuss wird sich auch nichts ändern, der Mann ist torungefährlich. Plus 2 aber bei der Defensive, plus 1 beim Passen und plus 1 in der Physis. Der nächste wird das Beast himself und das ist mein guter Freund Lord Burner bzw. Julian Burner. In FIFA 18 hat er eine 73er Bewertung und ich war lange, lange am Überlegen, ob ich ihn jetzt auf die 74er stecke oder sogar eine Goldkarte gebe auf die 75. Und ich finde, wenn es einer verdient hat, von Arminia auf eine Goldkarte zu springen, dann ist er es. Also gebe ich Ihnen im FIFA 19 eine Prediction von 75 Gold Non-Rare. Die Stats werden sich wie folgendermaßen auswirken. Plus 2 beim Tempo, plus 3 beim Dribbling, plus 1 Schießen, plus 3 Defensive, plus 1 Passen und plus 2 bei der Physis. Er hat 27 Spiele von 34 gespielt, war ja zwischenzeitlich kurz mal verletzt, dann noch eine 5. gelbe Kartensperre, aber insgesamt hält er die Abwehr einfach so stabil. Auf jeden Fall Monster in der Verteidigung. Weiter geht es mit Brian Behrendt. FIFA 18 hat er eine 70er Gesamtrating. Die wird meiner Meinung nach um einen nach oben gehen auf die 71er. Die Stats sehen dann wie folgt aus: plus 1 beim Tempo, plus
1 beim Dribbling, plus 2 beim Schießen. Der hat wirklich einen ordentlichen Schuss, gerade bei Freistößen, unglaublich. Hat leider nur ein Tor geschossen diese Saison. Aber wenn der die Freistöße schießt, gefährlich wird da meistens. Gut, dann geht's weiter bei der Defensive. Da geht um ein Hoch und Passen und beim Physiswert wird sich nichts verändern. Plus minus 0. Der Linksverteidiger wird Florian Hartherz, ist ja vor 2 Jahren aus Paderborn gekommen. Diese Saison hat er auf jeden Fall richtig, richtig stark gespielt. Letzte Saison eher nicht, aber ich würde ihm ein 70er Rating geben in FIFA 19. Dort bekommt er von mir plus 2 beim Tempo, plus 1 beim Dribbling. Beim Schuss wird sich nichts ändern. Plus 3 in der Defensive, plus 2 beim Passen und plus 1 beim Physiswert. Bis auf ein Spiel habt ihr alle absolviert. Das war wegen einer 5. gelben Karte. Also Florian Hartherz auf jeden Fall super starke Saison. Und wir sind gespannt, was die nächste Saison dann bringt. Das war's erstmal mit der Abwehr. Jetzt gehen wir zum Mittelfeld über. Als erstes haben wir da Tom Schütz. War ja auch lange Zeit verletzt, leider in der letzten Saison. Diese Saison hat er auch nicht alle Spiele mitgespielt, nämlich 27. Aber davon hat er 3 Tore geschossen und 3 Vorlagen gegeben. Das 71er Gesamtrating von FIFA 18 wird er auch meiner Meinung nach halten. Dort wird sich nur ein bisschen was ändern, nämlich plus 1 beim Dribbling, plus 2 beim Schießen. Und das war's. Gut. Der nächste wäre dann Prietl, der Österreicher. Letzte Saison auch nicht so aufgefallen, aber die Saison ist auf jeden Fall ordentlich gewesen. War ein guter Spielmacher, hat 32 von 34 Spiele gespielt und wird meiner Meinung nach um ein Gesamtrating nach oben steigen, nämlich von der 67er auf die 68er. Dort wird sich beim Tempo nichts ändern, aber beim Dribbling um plus 1. Schuss wird sich nicht ändern, der Defensivwert geht um eine nach oben. Passen hat er von mir plus 3 bekommen und nochmal ein Rating bei der Physis. Und der nächste, das ist auf jeden Fall ja schon eine ziemliche Überraschung, wie der eingeschlagen hat, nämlich Kerschbaumer. Der Mann hat in FIFA 18 ein 65er Gesamtrating und das kann er in FIFA 19 einfach nicht haben. Das muss um mindestens 3 nach oben gehen, nämlich auf die 68er. Er hat 31 Spiele gespielt, davon 8 Tore geschossen und 6 Vorlagen gegeben, was einfach ja, für Arminia-Verhältnisse auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Die Stats werden sich folgendermaßen auswirken. Plus 2 beim Tempo, plus 3 beim Dribbling, plus 4 beim Schießen. Da muss er auf jeden Fall um mindestens 4 nach oben. Dann nochmal plus 1 bei der Defensive, plus 3 passen und nochmal plus 3 bei der Physis. Der nächste Spieler wäre dann der junge Mann Staude. Genau, Staude. Ich weiß ja nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber es geht ja diese Sprachnachricht um, wo er mit einem Kumpel da geschrieben hat, beziehungsweise gesprochen hat, dass er ja seine ganzen Teamkollegen da beleidigt hat als Hurensöhne und ja, wollen wir jetzt hier alles gar nicht beklären. Das Ding kann fake sein, das Ding kann echt sein, ich bin mir auch unsicher, sowas kann man ja heutzutage leicht fälschen. Ich packe jetzt auch keinen Link da rein. Ihr könnt ja mal suchen danach, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Aber darum soll es auch überhaupt nicht gehen. Denn es geht um das Gesamtrating in FIFA 19. Und da steigt er ja, nur um einen nach oben. Er ist wirklich eigentlich ein sehr guter Spieler. Er muss halt nur lernen, mit der Mannschaft zu spielen und als Teamplayer zu fungieren. Also gebe ich ihm plus 2 beim Tempo, plus 2 beim Dribbling, eine nach oben beim Schießen, defensiv wird sich nichts ändern, dann nochmal plus 1 beim Passen und physisch wird sich dann auch nichts ändern. Den nächsten Spieler gibt es in FIFA 18 gar nicht, wird aber auf jeden Fall in FIFA 19 kommen und das ist Roberto Massimo. Der junge Mann ist erst 17 Jahre alt, hat jetzt 4 Spiele gespielt, erst zum Ende der Saison. Hat kein Tor geschossen, hat keine Vorlage gegeben, aber ist wirklich boah, ein sehr guter Spieler und ich bin gespannt, was er in der Zukunft so bringt. Ihnen habe ich jetzt eine Rare-Bronzekarte gegeben mit einem Gesamtrating von 62. Die Stats sehen folgendermaßen aus. 71 Pace, 62 Dribbling, 59 Schießen, 29 Defensive, 53 Passen und 52 Physis. Falls jetzt hier Arminia-Fans zuschauen, die ihn verfolgen, schreibt mir mal gerne in die Kommentare,
Würdet ihr ihnen auch ein 62er Gesamtrating geben oder vielleicht doch eher ein bisschen runter oder vielleicht doch sogar auf die Silberkarte? Ich denke mal, weil er noch so jung ist, auf jeden Fall ist die Bronzekarte gerechtfertigt. Aber wenn er so weitermacht in der nächsten Saison, was er jetzt so gebracht hat, dann wird auf jeden Fall nächste Saison die Silberkarte kommen. Und dann kommen wir zu den beiden letzten Spielern. Das sind die beiden Stürmer. Fangen wir an mit Fabian Klos. Der ist ja schon so lange bei Arminia Bielefeld, hat 2 Abstiege mitgemacht. War weiß Gott nicht, seine stärkste Saison trotzdem ganz solide. 33 Spiele hat er gemacht. Ein Spiel Pause wegen 5. gelbe Karte, hat dabei 7 Tore geschossen und 7 Vorlagen gegeben. Ich denke mal, er wird um plus 1 nach oben gestuft auf die 72er und bekommt hier von mir nochmal plus 2 Pace. 0 beim Dribbling, plus 2 beim Schießen, 0 in der Defensive und jeweils plus 1 beim Passen und beim Physiswert. Und der nächste Mann hat eingeschlagen wie eine Bombe. 34 Spiele, alle gespielt, 13 Tore, 3 Vorlagen. Die Rede ist von Andreas Vogelsammer mit seinem Tattoo auf dem Oberschenkel, darum ja die kurze Hose. Er hatte in FIFA 18 ein Gesamtrating von 69 und muss auf jeden Fall mindestens auf eine 72 hochgestuft werden. Und die Stats müssen angepasst werden auf plus 2 Pace, plus 2 Dribbling, plus 4 beim Schießen mindestens. Plus 1 in der Defensive, plus 2 beim Passen und nochmal plus 1 beim Physiswert. Das waren also die Spieler, die ich mir rausgesucht habe von Arminia Bielefeld. Schreibt mir jetzt wie gesagt gerne in die Kommentare runter, was ihr als nächstes sehen wollt, welchen Verein. Schreibt gerne euren Lieblingsverein rein. Pusht euch gegenseitig hoch mit Likes, der Like mit den meisten Kommentaren. Genau, der Like mit den meisten Kommentaren wird auf jeden Fall im nächsten Video drangenommen. Ich weiß, ich habe nicht die größte Community, aber auf diese Community bin ich stolz. Und vielleicht wird sie ja noch größer, wenn genau du noch kein Abo gegeben hast. Dann tu es doch jetzt, wenn dir das Video gefallen hat und du auf jeden Fall mehr sehen willst. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst auch gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich sehr freuen. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich wünsche euch jetzt wie immer noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Vormittag, Zwischenmittag oder was auch immer. Und bis zum nächsten Video. Ciao.